Hallo und herzlich willkommen, liebe 3D-Druckfreunde, hier bei Willis 3D-Druckkanal. Mein Name ist Willi und heute geht es hier in diesem Video um den Revo Point 3 Plus. Ja, ich möchte euch hier den vorstellen, der mir freundlicherweise von Revo Point für euch zur Verfügung gestellt worden ist, um ihn hier euch vorzustellen. Und was der natürlich für Eigenschaften hat. Ich habe ja schon mal den Revo Point 3 getestet. Das Video findet ihr hier. Und ja, was soll ich sagen? Wir werden natürlich den wirklich mal durch die Mangel nehmen. Ja, bei 3D-Scanner habe ich ja immer mehr gemerkt, da habt ihr viele Fragen. Sind die auch wirklich geeignet? Mittlerweile gibt es ja viele Tools auf Handys oder sowas, die das auch können. Lohnt sich denn überhaupt so ein Kauf von so einem 3D-Scanner? Ja, was hier schon mal lobenswert ist, ja, wie gesagt, das ist ein 3D-Scanner, den man schön hier mit der Hand führen kann. Der ist ziemlich leicht und ja, das Plus, das wollen wir testen heute. Ich möchte gerne euch zeigen, was der so kann oder was er auch nicht so kann, ja, und ob er wirklich sein Geld wert ist. Und das werden wir dann in dem Fazit erfahren. Was ich euch zeigen möchte, schon mal im Vorfeld, ja, wir bauen das jetzt hier immer ein bisschen so anders da auf, ja, ich habe mir ein paar Testobjekte rausgedruckt, weil das hier, ja, der immer dabei ist, ja, das werdet ihr dann sehen, den kennt ihr ja schon 100 Mal, der ist natürlich alle glatt, der ist perfekt für so einen 3D-Scanner gemacht und den würde auch perfekt scannen, ja, aber das interessiert uns nicht. Wir wollen ja gucken, was er noch so kann. Auch hier, das wird ein einfaches Modell sein, finde ich ganz süß, den werde ich jetzt mal einfach mal als Anfang, Low Cost, ja, praktisch im Vergleich zu diesem Modell, aber hier haben wir schon mal ein paar andere Sachen drin, denn ihr seht, er glänzt, den werde ich wahrscheinlich vorher einsprühen müssen, erstmal so testen. Was ich halt auch machen werde, ich werde euch jetzt anhand eines Beispiels auch die Software vorstellen, ja, und dann werde ich euch zum Fazit einfach nur noch die Ergebnisse zeigen, wo es Probleme gab oder wo er es einfach einwandfrei gemacht hat. Die Vorzüge von dem 3D-Scanner, die gehen wir jetzt gleich nochmal durch, was der neu kann. Aber hier zum Beispiel habe ich auch mal jetzt selbst über Fusion was entworfen. Ja, ihr seht, da sind Löcher drin, da sind hier, seht ihr das? Da, ja, diese Zapfen drinne, ja, und natürlich alles Norm. Und ich möchte hier einfach mal testen, wie genau er wirklich testet. Ist das Ergebnis, was dann rauskommt, maßmäßig genauso gut? Ja, also hier, ich werde das abmessen mit euch. Ja, auch die Innenmaße, alles so mal testen, um ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, was überhaupt so ein 3D-Scanner kann und ob er das kann. Natürlich haben wir hier auch noch mal was, das kennt ja jeder, ja, das ist jetzt total modern gerade. Wenn ich, ja, zack, ja, das passgenau ist. Und ihr seht, das sind einige Sachen, ob er sowas kann, ja. Ich glaube, das wird ein richtiger harter Test, ja, für den 3D-Scanner. Und das wollen wir testen, denn, wie gesagt, so einfache Sachen, Motive, die können die scannen, brauchen wir gar nicht reden. Und natürlich werde ich, und das soll er können, Gesicht, Körper wird werde ich mal ausprobieren, ob das funktioniert, denn ich möchte mich mal lebensgroß ausdrucken. Ja, das wird so mein nächstes Projekt. Aber mein Gesicht, wie immer, ihr seht ja hinten schon, habe ich das ja auch schon immer wieder so getestet, wie einfach das geht alleine, ob man das so machen kann. Ja, das war mal grob das Erste. Wie gesagt, ich möchte den wirklich ein bisschen mehr so mal testen auf Maßgenauigkeit, denn er hat auch eine neue Funktion. Und da sind wir schon auch dabei. Ich gehe mir mal kurz durch, was das Gerät kann. Was mir halt schon aufgefallen ist, und zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nichts gescannt und gelasert. Ja, ich bin jetzt hier auch ganz neutral und kann da auch noch nichts sagen. Deswegen schaue ich in das Fazit rein. Ja, denn es gibt auch wieder eine neue Software dazu und das ist das Herzstück mit unter so einem 3D-Scanner, ja, die Software, ob die richtig funktioniert. Man kann das auch betreiben mit dem Handy, all das werde ich vielleicht testen, ja, aber wichtig ist halt einfach mal, was mir schon wirklich vorneweg aufgefallen ist,
ist das Zubehör. Also da ist schon mal das Plus gerechtfertigt, ja, von dem. Und ich möchte halt einfach nur testen, ob das nicht ein besseres Upgrade ist vom Pop 3, ja. Also hier haben wir schon mal den Turntable, der wird mit USB, kann man den anschließen, entweder an Strom mit einem Adapter oder an den Rechner. Was hier Vorteil ist, schon mal, was sich hier geändert hat, ist, dass man in beide Richtungen drehen kann und auch die Geschwindigkeit eindrehen kann. Das ist schon mal ein Vorteil zu den anderen Turntables. Was aber wirklich ein Highlight ist, wahrscheinlich, ist jetzt hier in einen schönen Sack eingepackt, das werdet ihr dann auch sehen, diese Kalibrierungsplatte, die aus Glas ist, ja, da seht ihr das. Das ist halt wirklich ganz gut und das werden wir testen, denn da haben sie wirklich viel getan. Ja, die Vorgänger, wo ich hatte, ja, das war immer so eine komische Notlösung gewesen. Und hier ist halt das, wir haben hier Marker, ja, und das wird das große Thema sein mit Markern. Und hier diese Folie jetzt auch, ja, die ist nicht immer komplett schwarz, sondern auch mit Markern, die kann man dann auslegen und soll damit ein gutes Ergebnis erzielen. Auch hier die Turntable-Platte, ja, was mir hier ein bisschen zu weich ist, ja, hätte man auch ein bisschen fester machen können, aber kann man sich ja was ausdrucken. Auch hier schon mal mit den Markern, also das wird auf alle Fälle ein Thema sein und da sage ich halt einfach, da ist es schon mal das Plus schon mal drinne, denn das ist wirklich eine Verbesserung. Gut, kommen wir mal zu dem, was er kann, können soll. Also kommen wir nochmal zur Kalibrierungsplatte. Ja, das wird praktisch dann hier so draufgelegt. Und diese Kalibrierungsplatte, ja, soll praktisch detaillierte 3D-Modelle mit 20% hoher Genauigkeit durch die neue Kalibrierungsplatte. Ja, und dann haben wir auch noch, ja, jetzt Zoom-Möglichkeiten. Ja, das ist jetzt praktisch hier hinten drin. Das zeige ich euch mal. Und hiermit kann man Oberflächendetails mit hervorragenden Details dank hier, ja, zweifacher Zoom-Funktion des Projektors, welche mit 1,5-fachen oder zweifachen Zoom das strukturierte Licht des Scanners fokussiert. Ja, und dann kommen wir natürlich zu dem Highlight hier mit den Markern. Ja, hier sagt RevoPoint Verfolgung der Referenzpunkte. Der neue globale Referenzpunktverfolgungsmodus verbessert stark die Erfassung der Referenzpunkte und steigert die Genauigkeit bei der Punktverschmelzung sowie die volumetrische Genauigkeit. Dann ist natürlich auch noch zu erwähnen, dass er Farbe scannen kann. Ja, praktisch, dass man Texturen auf 3D-Projektmodelle setzen kann. Das ist ganz wichtig. Und natürlich, dass er multifunktionsfähig ist mit einem Android, ja, fürs Handy und natürlich fürs iPhone, Mac. Und all das werden wir jetzt mal testen. Ich bin gespannt. Fangen wir ganz normal diesmal an, dann mit einem Unboxing, was der Inhalt drin ist. Und dann, wie gesagt, wichtig mit so einem 3D-Scanner fällt natürlich die Software. Die schauen wir uns genauer an. Ja, und zwar ist das jetzt hier die Revo Scan 5 Software. Und was halt vielleicht auch noch zu erwähnen ist, wir haben hier auch einen Anti-Wacklungsstabilisator drin, ja, der mit 9 Axis praktisch hier, wenn man sich bewegt, praktisch das ausgleichen soll. Gut, schauen wir uns das jetzt mal an. Jetzt haben wir lang genug drüber geredet, jetzt wollen wir Fakten sehen. Also ich werde meine Modelle ausprobieren, noch ein paar, die ich euch jetzt nicht gezeigt habe, werde einmal mit der Scan-Software euch das vorführen, ja, und so werde ich dann praktisch alle meine Projekte scannen. Im Fazit werde ich euch da, wenn es Probleme gab oder sonstiges, noch darauf hinweisen und ich hoffe, wir sehen uns dann auf alle Fälle nochmal zum Fazit, denn da kommt dann mein Urteil. Viel Spaß beim weiteren Anschauen. Ja, liebe Leute, heute darf ich euch mal den RevoPoint Pop 3 Plus 3D-Scanner vorstellen. So ist er angekommen, besser gesagt, er war noch in einem anderen Karton, aber mein, will ich jetzt mal schneller machen hier. Und wie immer gewohnt von
Revo Point, die schöne Verpackung. Und jetzt schauen wir doch mal, was da drin ist. Und wie immer, schaut her, auch das ist man gewohnt von Revo Point. Eine super tolle Tasche, ja, wo er eingepackt ist. Auch das finde ich immer wieder mega nice. So, dann machen wir mal auf. Und ihr seht hier schon, ja, auch eine Halterung, aber wir klappen mal komplett rum. Und hier sehen wir, wie es gewohnt ist, ja, unsere Figur, ein Turntable, hier der Scanner, gut eingepackt, ja. Und natürlich hier einen schönen Dreibein, wo man mutieren kann. Dann klappen wir mal wieder zu. Dann haben wir hier praktisch noch einen Halter. Und hier schauen wir mal. Hier haben wir die Kabel. Noch mehr Kabel. Ein USB-Adapter. Und wieder ein Kabel. Für was die Kabel sind, das sehen wir dann später. Dann haben wir hier die Calibration-Platte, ja. Aus Glas sogar. Da haben wir das. Und da steht es auch drauf, ja. Sehr schön. Calibration Board. Total edel. Mit diesem Beutel. Dann machen wir es wieder rein. Aber was ist denn da noch drin? Ja, hier. Dann haben wir hier den Megatop. Und viele, viele Punkte. Den kennt ihr ja von meinem Willi. Ja, die man aufkleben kann. Und hier nochmal eine Schutzfolie, die man hier zum Beispiel auf den Tisch legen kann. Ja, und somit kann man da besser scannen. Hier sehen wir nochmal eine Komplettübersicht. Ja, hier der Turntable, hier der Scanner, die Halterung, die Skulptur, das Dreibeinstativ, hier die ganzen Meka mit Folie, hier auch den Megatop, die ganzen Anschlusskabel, USB-Adapter und hier die Kalibrierung, Glasplatte. All das ist dabei und jetzt werden wir doch mal schauen, was da hier die Besonderheit ist zum Pop 3 Plus, zum normalen Pop 3. Ja, kommen wir zum Einrichten und das kann ich euch hier zeigen, da ist nichts Schweres dabei. Ja, wir haben hier den Scanner und hier den Dreibein, ja, hier schön, wo man ein- und ausrasten kann. Hier haben wir die Halterung und das wird hier praktisch nur drauf gesteckt, zack, eingerastet, ja, und schon ist das fertig, ja. Dann haben wir natürlich hier den Anschluss. Dann nehmen wir eins dieser Kabel her. Ja, das ist zum Beispiel jetzt ein Kabel für, wenn ihr mit dem Handy draußen arbeiten wollt, ja, könnt ihr das hier hernehmen und praktisch ein Kabel hier für einen Computer USB. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Kabeladapter, ja, von C auf A. Also einfacher geht es nicht. Ja, ich glaube, das kriegt jeder hin. Ja, dann ist natürlich das Wichtigste, sowas fällt natürlich mit der Software. Die werden wir jetzt installieren. Das ist die Revo Point Scan 5 und wo wir die herbekommen. Und dann können wir auch mal kurz auf die Webseite von Revo Point gehen. Das zeige ich euch jetzt hier.
Hier sind wir auf der revopoint3d.com Webseite. Ja, hier habt ihr auch nochmal einen Überblick über all die Scanner, die es hier auch gibt. Und wir wollen natürlich uns hier den Scanner raussuchen. Da ist er schon, zack, den POP 3 Plus, ja, neu, ihr seht schon. Wir können uns auch mal anschauen, was er kostet zurzeit. Natürlich kann sich das immer ändern und variieren, und schaut mal in meine Beschreibung rein. Vielleicht bekomme ich hier einen Rabattcode, dann bekommt ihr den billiger. Ja, zurzeit ist der Safe mit $62, also 619 würde er normal kosten, $557 bekommt man ihn jetzt. Ja. Dann gibt es den in verschiedenen Varianten, ja, hier in POP 3 Plus Standard Edition, plus den hier, da sehen wir mal, was da mehr ist. Ja, da haben wir hier nämlich hier ein Dual Axis Turntable, wo man auch kippen kann. Natürlich hier auch die Powerbank. Ja, all das ist natürlich zusätzlich noch. Und sehen wir sonst noch was? Na, das war hier. Und dann haben wir natürlich das Premium. Und hier gibt es noch einen Gimbal dazu. Ja, aber ja, würde ich jetzt sagen, sogar für den Preis, was da alles dabei ist, gar nicht so schlecht. Gut, aber dann haben wir das mal gesehen. Wir wollen natürlich aber uns schauen, woher kriegen wir die Software. Und hier gehen wir wieder auf Standard. Und dann gucken wir uns das hier unten nochmal an. Hier sehen wir uns das an. Ja, die Highlights. Ja, das ist mit zweifach Zoom. Und. Hier den Unterschied. Ja, wir haben hier auch dann, wo man praktisch mit 18 Bildern pro Sekunde scannt. Ja. Dann hier nochmal den Vergleich zu einfach und zweifach. Und auch hier nochmal mit dem Mega-Tracking. Das ist ganz neu. Das schauen wir uns wirklich genauer an. Color, hier habe ich auch schon erzählt. So, mit den Achsen. Und natürlich ist er portabel. Ja, überall kann man den einpacken. Hier haben wir dann nochmal das System mit USB-C und natürlich auch Wi-Fi. Das gucken wir uns an. Und jetzt kommen wir hier zur Software. Ja, fürs Handy, ja, kann man sich die App runterladen oder hier dann für seinen PC. Und hier, wen es interessiert, kann ja nochmal in die Spezifikation reinschauen. Vielleicht auch wichtig. Und das ist jetzt praktisch alles, was dabei war, standardmäßig bei meiner Edition, die ich bekommen habe, um euch das hier zu zeigen. Und ja, man kann das praktisch dann auch noch zusätzlich als Zubehör kaufen. Ja, zur Software kommen wir natürlich hier über Subport. Ja, RevoScan 5 ist zurzeit aktuell und hier könnte man es jetzt auch downloaden, aber schauen wir uns das auch nochmal schnell an auf der Webseite. Hier ist das alles nochmal beschrieben. Hier kann man sich auch noch eine Anleitung runterholen und hier sehen wir, für welche Systeme das alles gibt. Ja, also ich habe natürlich einen Mac, ich nehme hier die Mac, tu mir hier die Downloaden und zack, bumm, das war's. Tu mir installieren und dann schauen wir uns mal die Software an. Ja, liebe 3D-Freunde, ihr kennt mich. Ich gehe da immer ein bisschen ausführlich rein, zeige euch natürlich auch alles. Und jetzt installieren wir die Software, schließen das an, machen unsere Calibration. Das müssen wir auf alle Fälle tun. Und ich zeige euch, wie gesagt, an einem Beispiel, wie ich das Vorhaben habe, erkläre ein bisschen kurz die Software, sonst springt es noch länger. Klar hätte ich das alles ein bisschen kürzer machen können, aber ihr kennt mich, ich will das ausführlich haben. Und was ich euch versprechen kann, das ist für mich jetzt hier mit dem auch das erste Mal, auch mit der neuen Software. Also schauen wir rein. Im Fazit erkläre ich euch dann bei den anderen Modellen, ob es Probleme gab und was ich davon halte. Ist es es wert, dieses Plus, ja, oder ist der Scanner überhaupt es wert, ja. Was ich natürlich nicht euch gezeigt habe, ich werde natürlich versuchen, auch nochmal mein Gesicht zu scannen. Das wird interessant. Bleibt dran und auf geht's. Jetzt wird's spannend. Ja, wenn wir das jetzt hier installiert haben, kommen wir auch gleich hier IMU-Kalibrierungsalarm, ja. Also wir sehen hier die neue RevoScan 549. Und was lustig ist, er hat auch schon meine alten Projekte, wo ich mit der RevoPoint 3 gemacht habe, ist auch schon hier mit drinnen noch, ja. Also, ja, gar nicht so schlecht. Also wollen wir doch den POP 3 Plus Scanner
kalibrieren. Schauen wir uns hier die kleine Übersicht mal an. Wie gesagt, hier sehen wir die aktuelle Version, dass der Scanner verbunden ist, hier POP3 Plus mit Wasser verbunden ist, mit USB-Scanner-Einstellung. Ja, hier drüben haben wir jetzt zurzeit, können wir hier uns noch ein Video angucken. Hier sehen wir jetzt das Datum der letzten Kalibrierung. Und wir öffnen mal das hier, weil das stimmt ja nicht mal so ganz genau. Ah ja, und jetzt kommen wir nämlich schön zu unseren neuen Kalibrierungen, ja, der Platte. Kalibrieren Sie einen gleichmäßig beleuchteten Innenraum und vermeiden Sie helle oder zu schwache Beleuchtung. Und hier haben wir vier Schritte, die gehen wir jetzt auch noch durch und dann dürften wir den wirklich kalibriert haben und können dann loslegen. Dazu sage ich jetzt mal weiter. Jawohl. Und jetzt sehen wir genau, was wir machen müssen. Und das werde ich jetzt tun. Dann wollen wir doch endlich mal speichern. Also eins sage ich euch schon mal, das ist nicht so einfach. Ja, weil das Kabel auch vom USB ziemlich da ist. Also das braucht Übung. Jedenfalls war es bei mir so. Ja, dann ist die vollständig abgeschlossen. Jetzt werden wir das Gerät trennen und erneut anschließen. So, dann habe ich es einmal getrennt. Jetzt stecke ich es wieder an. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Er blinkt noch. Und da haben wir ihn. Und hier sehen wir auch das neue Datum der Kalibrierung. Ja, ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Und jetzt können wir anfangen zu scannen. Hier sehen wir die Vivi-Einstellung. Ja, kann man dann praktisch auch über Vivi machen. Dann kann man sich das Kabel sparen. Dort gebt ihr praktisch euer Passwort ein, aber wir machen ja jetzt erstmal hier über USB. Fangen wir an, ein neues Projekt zu scannen und hier bin ich hier auf neues Projekt gegangen. Dann öffnet sich hier diese Fenster. Ich habe das jetzt mal benannt. Ich möchte gerne mal jetzt mit den einfachen anfangen eigentlich. Das wäre der Bär und habe nur den Speicherort hier geändert. Das kann man hinspeichern, wo man will. Und ich sage ihn dann neu. Und hier tun wir jetzt einfach mal ganz kurz besprechen, was wir hier wiederfinden. Ja, wie gesagt, das ist auch für mich neu. Das ist die neue RevoScan 5. Hier kann man scannen. Ja, hier hat man die Exposition. Man kann das hier auch auf Auto machen. Ja, dann sieht das so aus. Ich habe jetzt natürlich hier einen ganz dunklen Raum, aber hier hat man praktisch den Zoom-Faktor. Dann kann man ranzoomen, ja, 1,5-fach oder 2-fach, ja. Und ihr seht, da kommen schon mehr Details in Frage. Gut. Wahrscheinlich werden wir hier wieder Probleme kriegen, das weiß ich noch nicht, mit dem Schwarzen. Ja, normal sollte man das scannen, aber das werden wir dann einfach mal sehen. Ich bleibe jetzt trotzdem mal hier bei dem ersten. Ja, zack. Und dann sage ich auch hier Auto mit der Belichtung. Ja, wenn man jetzt praktisch hier was verändert, kann man dann praktisch hier die Farbe noch verändern. Hier, wenn man hier jetzt zum Beispiel, das Rote ist meistens in der Überbelichtung, ja, das sollte so wenig wie möglich sein. Das zeige ich euch jetzt mal. Dazu mache ich jetzt mal Auto aus. Ja, hier, das wäre zu viel, ja, belichtet. Und jetzt kann man hier sagen, ja, hier, das wäre sogar besser. Ja, hier haben wir jetzt dann auf einmal blau, das ist dann unterbelichtet. Und hier nochmal ein bisschen weiß belichtet. Ich habe jetzt mal hier kein Licht an, also von oben. Ich werde das jetzt einfach mal hier so ausprobieren. Dann haben wir hier wie immer das Fenster, was er scannt, ja. Jetzt werden wir mal den Scanner ausrichten. Ich möchte ja, dass er so viel wie möglich scannt. So, jetzt ist das für mich soweit okay. Ja, hier gehe ich mal wieder auf Explosion Auto. So, das kann man hier machen. Das sind praktisch, wenn man hier die Textur mit haben möchte. Ja, wir sehen hier unten USB-Verbindung. Hier Scan starten und anhalten. Hat man die Kürzel. Ja, und jetzt gehen wir mal auf die rechte Seite. Und zwar haben wir hier wieder unsere Entfernung. Ja, wenn ich jetzt hier verrücke, je näher ich komme oder ich bin zu nah, dann zeigt er das an. Ja, das können wir ja mal gerne zeigen. Jetzt gehe ich mal hier weg.
Ja, ihr seht, dann ist das gut, ja, und irgendwann wird es nicht mehr gut und wir können auch hingehen, optimal. Ja, das wäre jetzt optimal, aber da müssten wir ja praktisch dann mehrere Teile nochmal scannen, aber wir können auch noch näher rangehen und das wäre einfach zu nah. Ja, also sollte hier zwischen optimal und einfach mal gut wählen. Ja, ich möchte natürlich hier versuchen, so viel wie möglich von meinem Bär mitzunehmen. Dann brauche ich weniger, um das dann zu kippen. Gut, das sind so meine Erfahrungen. Was haben wir denn noch? Wir können jetzt hier starten. Ja, dann haben wir hier die Scan-Einstellung, hohe Genauigkeit. Ja, das können wir schon mal hier anzeigen. Dann haben wir Standardgenauigkeit, hohe Geschwindigkeit. Ja, da haben wir das mit den 18 Bilder pro Sekunde. Gut, ich denke mir mal, das ist jetzt hier wirklich ein einfacher Scan. Ich sage jetzt einfach mal, ups, ich wollte hier eigentlich Standard, genau. Und dann hat man hier Merkmalverfolgung. Das ist halt dann, wenn wir Marker mit ins Spiel bringen. Ja, das probieren wir bei einem anderen Modell aus. Ja, zack. Also das kann man jetzt zum Beispiel hier einstellen und hier Objekttyp, das ist natürlich wichtig, allgemeines Objekt, ja, und das ist wirklich ein allgemeines Objekt, da will ich jetzt gar nicht so viel machen. Basis entfernen, das ist hier praktisch die Basis, ja, das können wir auf anmachen, dann entfernt er die Basis, ja, zack. So sieht es dann aus, ja. Und wir kriegen auch schon ein wesentlich besseres Modell wieder hier rein. Und hier haben wir natürlich noch den Scanabstand. Ja. So, was haben wir denn noch? Hier können wir praktisch eine Anleitung machen. Da haben wir wieder unseren Kopf. Ja, das kann man gut durchlesen. Und da kann man hier auf alle Fälle noch mehr Infos rausholen. Ja, hier steht es auch nochmal, was das alles so bedeutet. Farbscannen, das haben wir nicht. Objekt scannen, ja, das machen wir. Also wir lassen das jetzt doch mal auf Merkmalverfolgung, allgemeines Objekt. Ja, hier haben wir dann dunkles Objekt, Gesicht. Das lassen wir so als allgemeines Objekt und hier Farbscannen. Jetzt können wir natürlich hier die Farbe mit Textur scannen. Das sehen wir dann hier schön. Und der 3D-Scanner fängt an zu blinken. Ja, das zeige ich euch jetzt mal. Das werde ich ganz kurz mal aufnehmen. Ja, so sieht das dann aus. Ja, jetzt hat er hier den Farbmodus und hier fängt er an zu blinken. Das wird dann wahrscheinlich auch beim Gesichtsmodus so gehen. Und da muss man halt immer ein bisschen auch aufpassen. Der ist zwar freigegeben, ja, aber man sollte nicht so lange im Gesicht und vielleicht dann auch die Augen zumachen. Hier mal von vorne. Ja. Ja, jetzt haben wir das auch gesehen. Und was ich jetzt nochmal trotzdem angemacht habe, ich habe doch mal Licht angemacht, ja. Und hier sind wir wieder auf Auto gegangen. Gut. So, jetzt wollen wir einfach mal anfangen zu scannen und schauen uns einfach mal an, was hier passiert. Ja, hier sehen wir schon in grün die Wolken. Das ist alles schon das, was er aufnimmt. Wir haben hier das Problem wieder mit Schwarz. Ja, Schwarz wird er nicht erkennen. Jetzt müssten wir hier entweder mit einem Kreidespray drauf gehen, ja, und das markieren, damit er auch die schwarzen Farben erkennen kann. Das haben andere schon ein bisschen besser gelöst, aber hier anscheinend noch nicht. Wie gesagt, und wie das ist hier wirklich ein leichtes Modell. Es glänzt leicht, aber das sollte kein Problem sein. Gut, jetzt haben wir das soweit, ja, bis auf das Ohr, da warten wir noch mal ein bisschen, bis er das hier besser macht. Hier unten sehen wir jetzt natürlich, wie er die Einzelbilder mit hochzählt. Und jetzt mache ich einfach mal Pause und setze das um, damit wir hier das auch bekommen. Ja. So, jetzt habe ich ihn gekippt. Das seht ihr. Und er hat es auch sofort erkannt. Ja. Also das geht mal schnell. Meistens wird er erstmal rot und sucht. Aber hier seht ihr, macht er hier einwandfrei. Und wie gesagt, das ist ein leichtes Modell. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich mache mal ein bisschen Kreidespray drauf auf die Nase, ja, dann zeigt er uns das auch an. Auch das hier macht er jetzt den Boden wunderbar. Natürlich könnte ich jetzt hier ihm sagen, schließen,
aber dann gehen uns ein bisschen ein paar Details verloren. Jetzt sage ich hier nochmal Stopp. Dann können wir das auch hier so drehen und ihr seht, hier ist ein Loch, wo die Nase ist. Also da jetzt mein Tipp, kommt Kreidespray drauf und dann schauen wir mal, ob er das dann besser macht. Wir können hier natürlich auch Babypuder nehmen, ja, das ist die günstigste Variante wahrscheinlich. Natürlich gibt es aber auch hier 3D-Scan-Spray, ja, oder normales Kreidespray würde auch funktionieren, ja, weiß, immer weiß. Ich probiere das jetzt hier mal mit dem Puder und dann schauen wir mal, ob wir das hier hinbekommen. Ja, das heißt, hier die schwarzen Stellen werde ich jetzt mal einpudern. So, ich schaue mal, ob das reicht mit dem Puder, ja. Ansonsten würde ich alternativ das Spray hinnehmen. Hier geht es einfach nur darum, es ein bisschen matter zu machen. Ja, jetzt wollen wir mal fortlegen. Er hat es auch wieder erkannt, ja. Und jetzt haben wir ihm hier ein bisschen die Nase gepudert. Haha, ein kleines Wortspiel. Und schauen wir mal, ihr seht schon, jetzt hat er das erkannt, ja, die schwarzen Stellen. Ja, die werden grün. Hier findet er das noch nicht so wirklich, aber die Augen hat er auch, ja. Also, das hat schon mal funktioniert. Da werde ich jetzt hier oben noch mal ein bisschen die Nase pudern und hoffe, dann klappt das auch. Da muss man nicht so das teure Spray hernehmen. So, ich habe hier auch mal ein bisschen rumgespielt, noch mal mit Einfach- und Zweifach-Zoom. Ja, hier seht ihr das. Das ist mal extra so drinne. Und ich finde, auch jetzt hier, seht man schön, mit der gepuderten Nase hat es einwandfrei funktioniert. Und jetzt sagen wir ihn einfach mal hier vollständig und schauen, was da passiert. Dann wird das Modell geöffnet, ja, es wird auch hier schon angezeigt. So, und hier öffnen sich jetzt praktisch die oberen Reiter. Ja. Wir sehen das hier soweit, sieht das gar nicht so schlecht aus. Und jetzt sage ich Ihnen, man kann hier mit einem Klick machen oder Punktewolke, ja, Verschmelzung. Jetzt sagen wir hier mal mit einem Klick, was da passiert. Hier sehen wir das Rendering. Er macht die Rohdaten verschmolzen, Gitterkörper texturiert. Ja, also da geht er dann nach und nach jetzt durch wahrscheinlich. Hier sehen wir das nochmal ein Klickbearbeitung, Punktwolkenverschmelzung und Gitterkörper erstellen, Standard, Texturierung, Farbbild. Ja, ein Klickbearbeitung, Anwendung, Parameter bitte manuell an. Man kann das, wie gesagt, jetzt auch manuell machen. Jetzt gucken wir mal, was er da bei der automatischen macht. Es dürfte ja hier überhaupt kein Problem sein. Und somit spart man sich auch ein bisschen Zeit. Und wenn er soweit ist, dann schauen wir weiter. So, jetzt ist er soweit fertig gerendert. Und ihr seht hier schöne Pudernase. Also wenn ihr mit Farbe und Textur arbeiten solltet, ist das natürlich nichts. Aber ich zeige euch einfach mal, weil das hier einfach so schön aussieht. Gut, dann wollen wir mal drehen. Er hat hier auch, seht ihr schon, automatisch das hier weggemacht, was hier gefehlt hat. Und ich muss jetzt sagen, mit diesem Scan bin ich jetzt erstmal zufrieden. Hier haben wir noch ein Loch, schaut mal her. Aha. Da, das ist klar, da ist wieder was Schwarzes, aber das kriegen wir auch schnell zu. Und da wollen wir doch nochmal gucken, ob wir das nochmal besser hinkriegen. Dann sieht das so aus. Aber wie gesagt, hier haben wir noch das Loch. Und hier, wie gesagt, ist das, wenn man jetzt hier nicht auf einen Klick geht, kann man hier praktisch jetzt auch noch nacharbeiten. Ja, isolieren, überlappen, glätten, vereinfachen. Gitterkörper können wir uns dann auch nochmal anschauen. Dann hat man den Gitterkörper, Isolation. Ja, das hat er schon gemacht. Das war hier die Überhänge weggemacht. Und jetzt haben wir hier noch ein Löcher füllen. Ja, das können wir hier gerne nochmal machen. Ja, und zwar müsst ihr dann praktisch dorthin gehen, wo das Loch ist. Ja, zack, 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 zack. Das ist hier. Dann gehen wir da rein und sagen hier Methode Ebene. Ja, wir können auch gebogen machen. Ja, erkennen. Jetzt scannt er das nochmal und zeigt uns hoffentlich alles an, wo Löcher drin sind. Ja, jetzt sehen wir hier, hat er grüne Punkte gemacht. Ja, ich habe jetzt hier drauf geklickt. Also, wenn man hier drauf klickt, dann markiert man sich das hier. Ja. Natürlich hat er hier noch ein ganz großes Loch. Jetzt haben wir es wieder entfernt. Hier markieren, dass er hier die Löcher zumacht.
auch hier. Und hier wollen wir, haben wir auch ein Loch, habe ich gesehen. Auch das hat er gemacht. Dann gehen wir hier nochmal hin und sagen jetzt hier erstmal anwenden. Jetzt füllt er die Löcher. Und wie wir sehen, hat er hier die Löcher gefüllt. Ja, wir können uns da auch mal ein bisschen näher nochmal reinbewegen. Ja, schauen wir mal, wie er die gefüllt hat, ob das auch so ein bisschen von der Form her gut ist. Aber ich denke mir mal schon. Jetzt haben wir hier noch ein paar Löcher, die werden wir auch nochmal erkennen. Ja, dann mache ich aber jetzt hier mal Ebene und sage ihm erkennen. Jetzt hat er hier auch wieder grün markiert, die Löcher erkannt. Die markieren, also klicken einfach drauf, ja, damit das rot wird. So, auch hier kann man nochmal noch näher rangehen. Ja, das sind ziemlich kleine. So, natürlich haben die auch hier weitergedacht. Ja, man muss jetzt praktisch, wenn ich jetzt hier reinzoome nochmal, hat man hier ein Fenster, klickt man und dann zieht man das auf. Und jetzt erkennt er natürlich in dem Bereich alles. Wir haben hier ein Lasso. Ja, also auch so würde es funktionieren. Und jetzt sagen wir ihn einfach mal anwenden. Und schon dürften alle Löcher soweit entfernt sein. Ja, das war nochmal das zusätzliche Nachbearbeiten. Also das ist total easy. Hier kann man, wie gesagt, das alles nochmal kletten. Ja. Wir können hier Textur, gehen wir mal hier drin, weil jetzt tut ja die Textur doch ein bisschen irritieren. So. Hier hat man ein Texturfarbbild. Vertex-Farben anwenden, ja, gut, hier kann man das praktisch hier auch nochmal ausgleichen und jetzt wollen wir einfach mal hier nochmal auf Kletten gehen, ja, hier könnte man es noch kletten, indem man hier praktisch die Einstellung vornimmt, wir sehen ja hier, dann wird es umso mehr, umso runder wird es, aber es gehen natürlich auch die Konturen verloren, die man eventuell braucht. Ich würde sagen, wir sind soweit fertig. Gehen wir mal hier auf Export. Sagen alle Modelle, ja, in diesem Fall. Und jetzt hat man hier natürlich, kann man dem noch einen Namen geben. Ich sage jetzt einfach mal Bär. Erster Versuch. So, wo man das hingespeichert haben möchte, ja, das speichern wir jetzt mal hier auf in den Download-Ordner und jetzt hat man hier die Möglichkeit mit PLY-Format, ja, also hier oder als Objekt. Ich würde das jetzt hier mal als Objekt übernehmen und sage ihm Save. So, jetzt kann man das Modell praktisch auch noch mal in externen Programm reintun, glätten wie Mesh oder sonstiges oder noch ein paar zusätzliche Sachen reinmachen, ja. All das will ich nicht. Wir machen daraus dann eine STL und drucken den, damit wir den 1:1 testen. Soweit ist er fertig. Wir fangen dann jetzt an mit dem, was ich vorbereitet habe, mit der Tasse. Das zeige ich nochmal mit dem Maker. Dann werde ich die anderen Modelle einscannen, wo ich wahrscheinlich nochmal genauer drauf gehe, ist bei meinem, was ich mit Fusion 360 angefertigt habe, mein Testmodell, um das dann später auch zu vermessen. Ja, und das ist das Prinzip und natürlich zeige ich euch auch noch, wie ich mein Gesicht scanne und wie das, ob das funktioniert. Ja, hier seht ihr, habe ich das mal in BambuLab Studio eingeladen und er hat sogar die Farben erkannt. Ja, hier seht ihr, bum, 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 hat er die ganzen Listen der Farben mit reingebracht. Ja, das werde ich natürlich jetzt nicht machen, aber auch das finde ich eine coole Sache. Also hier die Texturen ist natürlich blöd. Wie gesagt, hier haben wir auch die Puder, aber wir machen das jetzt mal ohne die Farben und was ich jetzt hier schon mal so grob erkennen kann, hat er das ja eigentlich auch ganz gut gemacht. Hier hätte man das hier mit Mesh noch ein bisschen glätten können. Das sind so ein paar Schönheitsfehler, die natürlich auch jetzt hier sieht man natürlich auch vom Puder kommen können. Also da hat er auch ziemlich fein das gemacht und jetzt werde ich das mal hier entfernen und den ausdrucken, dass wir mal sehen, ob das so von der Größenverhältnis passt. Nutzen wir doch mal die Zeit und zwar machen wir jetzt hier mit Marker. Ja, wir haben hier zum Beispiel eine runde Tasse. Hier ist es ganz schwer, Punkte zu finden. Ja, oder wenn man zum Beispiel hier sowas hat zum Gravieren, wenn das dann mir so hinlegt und möchte den Boden gravieren oder auch den Innenraum.
Ja, dazu ist es besser, wenn man hier Marker einsetzt. Und wir nehmen schon mal hier vom Turntable den Marker und ich werde jetzt auch nochmal hier die Folie ausprobieren. Ja, das heißt, ich werde die hier einfach mal drunter legen. Was mir hier auch auffällt an der Folie, muss ich dazu sagen, die ist richtig dick. Ja, also das ist eine richtig gute Folie. In der andere, wo dabei lag, das war so eine ziemlich dünne Mülltüte, will ich jetzt mal sagen. Auch hier sind halt Marker drauf. Ja, das lassen wir jetzt mal so. So, ja, so lassen wir das und machen jetzt hier unsere Punkte drauf. Besser gesagt, unsere Marker. Davon haben wir einige, die kann man dann auch nachkaufen, die sind nicht, glaube ich, so recht teuer. Und wichtig ist halt bei den Markern, wenn man die setzt, nicht so gleichmäßig setzen, sondern wirklich querbeet, ja, unterschiedlich, damit er das auch besser erkennt. So, ich bin mal soweit fertig. Ich hoffe, das reicht. Auch hier innen habe ich das gemacht, ja. Hier vorne, hier, ja, und wenn man da keine Fingernägel hat, seht ihr, ja, bin mal gespannt, ob er das so erkennt. Also hier ringsrum und hier oben. Ja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Denn das ist wirklich kein einfaches, auch wenn es so aussieht. Objekt. Ja, dann fangen wir auch so an. Wir werden die dann so hinstellen und dann fangen wir das Scannen an. So, jetzt gehen wir auf neues Projekt. Ja. Und sagen ihm jetzt hier mal Tasse. So, lassen das auch da, sagen ihm neu. Und hier öffnet schon die Tasse, wo wir die Marker beklebt haben. Und natürlich wollen wir jetzt hier auch einstellen. Wir haben hier eine hohe Genauigkeit. Ja, die können wir mal lassen. Hier haben wir jetzt Merkmalverfolgung, Referenzpunkteverfolgung und globale Markenverfolgung. Ja, also wenn wir das jetzt hier sehen, wir praktisch erkennt er hier die Marker, die überall drin sind. Ja, das sollte auch so sein. Jetzt stellen wir uns das noch mal richtig ein und probieren einfach mal hier das so aus, ob das auch so funktioniert. So, jetzt haben wir ein bisschen korrigiert und wir sehen, jetzt sieht das schon besser aus. Es ist grün und wenn das grün ist, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Wie gesagt, er sieht jetzt hier die ganzen Referenzpunkte und jetzt wollen wir mal schauen, das sieht soweit gut aus. Jetzt drehen wir einfach mal die Tasse, damit er noch mehr Punkte bekommt. Hier beim Herz überrascht er mich wieder mal, ja, denn eigentlich glänzt das, das seht ihr ja hier, aber das macht er vorzüglich, da gibt es gar nichts. Und hier habe ich eigentlich gedacht, dass ich das jetzt mal händisch mache. Aber hier scheint es auch wunderbar noch hier mit der Drehfunktion zu gehen. Ja, hier das Herz hat er wunderbar gemacht. Hier habe ich noch die Löcher geschlossen und jetzt werde ich das speichern. Wenn ihr hier nur auf Gittermodell geht, das wollte ich euch zeigen, dann habt ihr hier natürlich auch die Möglichkeit, machen wir mal Herz, so, zack, auch gleich die STL oder als 3mm. F rauszulassen. Ja, ich mache das jetzt mal hier als STL oder ich könnte es auch noch als Objekt machen. Im Endeffekt ist das fast das gleiche, weil aber hier möchte ich es noch mal nachbearbeiten im Mesh. Also mache ich es doch noch mal in Objekt, aber ich wollte euch einfach zeigen, dass ihr das hier auch schon als druckbare STL rauslassen könnt. Gut. Ja, hier sehen wir mal das Modell von der Freiheitsstatue. Das ist eigentlich recht nice geworden, bis auf die Zacken hier, ja. Aber so ist das mal mit den 3D-Scannern. Ja, hier nehmen wir mal jetzt unser Tool her, machen da auch jetzt noch mal allgemeines Objekt, merkt man hohe Genauigkeit, die brauchen wir ja dann wahrscheinlich. Und soweit sieht es ja ganz gut aus. Und vielleicht setze ich es auch noch mal in die Mitte. Also ihr seht, hier könnte man jetzt noch ein bisschen genauer scannen, aber ich glaube mal, dass das dann die Funktion hat, wie wir es gesehen haben, glaube ich nicht. Ich werde das jetzt hier nochmal schließen und einfach mal ausdrucken, damit wir mal einen Vergleich haben. Ja, liebe 3D-Druckfreunde, machen wir jetzt auch mal ein bisschen, kommen wir zum Ende und machen mal das Wichtigste. Also ich habe hier dieses gescannt, ja, und wie erwartet,
ist das natürlich, das brauche ich hier nicht scannen, weil das würde nie so reinflutschen, ja, wie hier. Ja, zack. Also, da darf man sich nicht so große Hoffnung machen. Aber jetzt scannen wir einfach mal mein Gesicht und schauen, ob er das gut hinkriegt. Ja, auf geht's. So, liebe 3D-Druck-Freunde, ihr seht mich hier drüben. Ja, ich rede. Und zwar werden wir jetzt hier dieses hübsche Gesicht nochmal scannen. Und hier werde ich jetzt nicht so viel reden und wahrscheinlich auch ein bisschen die Augen schließen. Also ich zeige euch dann jetzt zwar hier ein paar Sachen, wie ich das versuche, hier mein Gesicht zu scannen. Aber ich werde dann einfach auch schneiden und euch das Ergebnis zeigen. Ja, als erstes stellen wir natürlich hier eine hohe Genauigkeit ein. Wobei, ja, eine Standardgenauigkeit hätte hier auch bleiben, weil meine Falten brauchen wir hier nicht zu sehen. Und machen wir einfach mal einen Standard. Jawohl. Ja, da sieht man doch mehr Falten. Nein, gut. Merkverfolgung nehme ich und allgemeine Objekte. Jetzt müssen wir wieder hier Gesicht anklicken. Und der Laser, der soll, ja, man muss da wirklich vertrauen. Ja, also ich mache hier ein Experiment. Wenn ich jetzt im nächsten Jahr nichts mehr sehe, dann wisst ihr, woran das liegt. Nein, das einfach jetzt mal testen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich mich hier ein bisschen gut positioniere. Ja, so kriegen wir, er muss, ja, so nach dem grünen Balken gehen wir. Ja, und dann werde ich halt jetzt dann, hier machen wir mal Auto. Ich habe hier ein paar Beleuchtungen an. Und jetzt legen wir mal los. Ich sag ihm mal starten. So, hier sehen wir mal kurz das Ergebnis. Ja, klar, habe ich ein bisschen ernster geschaut und auch die Augen zugemacht. Und es ist, wenn man es alleine macht, natürlich ein bisschen schwierig. Ja, aber für das finde ich es ein gutes Ergebnis. Und ich denke mir mal, wenn ich jetzt einen Partner habe, der mir wirklich den Kopf einfach rundum scannt, wird es richtig ein gutes Ergebnis. Also Gesichter und Körperteile kann man wirklich hier gut scannen. So. Jetzt sagen wir ihn einfach mal vollständig machen und dann schauen wir mal, was wir hier da rauskriegen. So, ich habe mal jetzt diese Version hier genommen. Ja. Also man kann da auch ein bisschen noch ausprobieren, üben. Aber ihr seht, das ist recht gut geworden. Und wenn man jetzt zu zweit ist, kann man da wirklich auch noch mal in das Detail gehen und dann geht es auch recht schnell. Also da muss ich sagen, das kann er. Das hat mir gut gefallen. Ja, die Daten sind jetzt natürlich ziemlich groß und jetzt werde ich das hier alles nur mal schließen, wegmachen und ja, werde ich mal ausdrucken und dann kommen wir auch zum Fazit. Ja, liebe 3D-Druckfreunde, was soll ich euch sagen? Also RevoPoint, der POP 3 Plus Scanner, ja, im Vergleich zum POP 3 muss ich sagen, ist nicht so viel großartig, was sich geändert hat. Also das Einzige, was ich wirklich aus dem Bauch raus sagen kann, und hier bin ich auch ehrlich, ist die Verbesserung vom Zubehör, ja, mit den Markern. Das hat sich alles ein bisschen verbessert. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ja, mit diesem Zweifach-Zoom, man sieht es wirklich, wenn man das Sachen scannt, wie eine Schraube oder sowas, mag man die Feinheiten sehen. Aber ganz ehrlich, das kriegt man mit jedem anderen, der vielleicht ein bisschen günstiger ist, genauso gut hin. Und auch im weiterhin dieses Schwarzproblem, ja, einfach, dass er das nicht erkennt, das können schon einige andere Scanner, die machen das weg. Ja. Ich sehe halt einfach hier, und ich habe jetzt wirklich, schaut in meine Playliste rein, schon so viele 3D-Scanner von denen getestet und da ist halt einfach nicht so das Wow, der Wow-Effekt, wo ich jetzt sage, wow, das hat sich gelohnt. Auch die Nacharbeitung, auch hier, schaut mal, das ist jetzt hier, ja, das war ja das Original, was wir gescannt haben, ja.
Und hier ist das, was ich rausgelassen habe. Die Genauigkeit messen wir jetzt mal ganz genau. Also die sollten jetzt hier 15 cm sein. So, das messe ich jetzt hier. Und was soll ich euch sagen? Ja, ja, also das ist weit weg vom von dem, was es sein soll. Ja. Hier auch 1369 und hier, schaut her, das hat das Original. Ups. Ja, wir können auch hier nochmal, damit wir jetzt hier nicht faken oder sowas, ja. Ihr seht, 13 noch was. Das ist ein Unterschied, ja. Das ist nicht 1 zu 1. Das ist, ja, für was brauche ich dann so einen Scanner? Abgesehen von den anderen Details, ja, wie gesagt, mit den Löchern und sowas. Ja, wenn man hier sieht, das ist das Original. Löcher hier, ja, das ist so halb rund, halb geschert. Hier, das ist natürlich auch ganz schwer. Gut, jetzt bei Schwarz euch zu zeigen, ist auch sehr schwer. Also, er kommt zwar so hin von dem Aussehen her, ja, aber von Maßgenauigkeit ist halt nicht so. Und da weiß ich nicht, warum die immer so werben mit Autoteilen und sonstiges. Das macht alles nicht so für mich so einen Sinn. Solche Teile, wie gesagt, hier wie er hier, ja, brauchen wir nicht reden, mega cool. Wenn man, ich habe so viele Masken und Sachen schon nachgemacht von diesen Teilen und habe die halbiert oben am Kopf und mache Blumentöpfe draus. Dafür ist das ideal geeignet. Aber wie gesagt, mittlerweile machen das auch schon die Handysoftware fast genauso gut. Das sind halt einfache Modelle. Auch hier muss ich sagen, schaut her, den Bär, ja, und hier den Vergleich. Das ist schon ganz nett geworden, ja, aber hier beim einem Auge, ja, ist es halt auch wiederum nicht so ganz, ja. Also, das sind alles so Sachen, wo ich sage, so ein 3D-Scanner ist wirklich cool, ja. Und für den Preis von 628, wie er jetzt angeboten wird, finde ich es halt einfach zu viel, ja. Da gibt es wirklich einen guten, wo ich mal vorgestellt habe, der weniger kostet und eigentlich auch schon richtig cool auch schwarz erkennt, ja. Aber hier zeige ich euch mal, ja, schaut mal, das Gesicht kann man doch erkennen, oder? Ja, also das hat er ganz gut gemacht, kann er auch ganz gut. Habe ich auch alleine gemacht und da ist das immer schwierig, weil ich dann immer so einen Kopf drehen muss, links und rechts, ja. Wenn man jetzt einen Partner hat, der einen wirklich abscannt, dann macht er das Gesicht und den Kopf wirklich perfekt. Also da muss man auch mal loben. Wie gesagt, das war mal ein Versuch, aber das habe ich dann komplett aufgegeben, weil das einfach nichts bringt, ob man jetzt zoomt oder sich noch mehr Mühe gibt, auch mit der Beleuchtung, ja. Ich habe da ein bisschen dann rumgetüftelt. Es kam einfach nicht zu den Ergebnissen, die man sich einfach erhofft, wenn man sagt, man möchte was 1:1 scannen. Ja, ich meine, dass es immer Toleranzen gibt, brauchen wir gar nicht reden. Das ist okay, wie gesagt, für Figuren, solche Sachen. Ja, ideal, mega cool. Oder größere Sachen, auch von New York. Das hat auch gut gepasst, bis auf die Zacken wieder. Ja, das war zu filigran irgendwie, das hat er nicht gecheckt, aber ich sag halt einfach für so einen Preis, viele gehen, Mann, was heißt Preis, ja, also man meint immer, man kriegt hier wirklich das perfekte Ding, ich meine, richtige 3D-Scanner, ja, für, wo man wirklich in der Autoindustrie, und da kann ich mitreden, die kosten zigtausend Euro, ja, und die scannen dann wirklich punktgenau, aber das ist was ganz anderes, ja, ich meine, wir liegen hier im Preisverhältnis von 1000 Euro, dann darf man auch nicht so viel erwarten, ja, aber die meisten erwarten halt wirklich dann schon, boah, und das, da kann ich euch warnen, wer meint, er will irgendwas 1:1 scannen, gerade so filigrane Autoteile oder sowas, das lohnt sich wirklich nicht. Ja, ich bedanke mich hier nochmal bei RevoPoint, dass sie mir das Gerät kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Hier, das ist natürlich, ihr seht, dass ich auch anders kann. Ja, das ist meine ehrliche Meinung. Hier das Gerät. Ansonsten, wie gesagt, ist das wirklich toll. Die Verbesserung liegt eindeutig beim Zubehör. So ein Scanner fällt halt einfach mit der Software.
Ja, und die haben viel getan, wieder mal, muss ich sagen, ist auch besser. Auch was schon besser ist, ist das ganze Doing in der Software. Ja, das ist schon überlegter. Aber wie gesagt, ich habe weiterhin bei den Flächen diese Graben drin. Ich muss wirklich kletten. Und wenn ich dann natürlich ein Modell habe, wo irgendwie ich auch mal ins Detail gehen muss und muss das so wegkletten, dann ist das auch eine Masche. Ja? Und das ist halt so mein Fazit zu den 3D-Scanner. Wie gesagt, ich habe jetzt einige getestet und wenn ich jetzt sage, zum Vergleich zum POP 3, da ist kein großer Unterschied festzustellen, wie gesagt, mit diesem Zoom, dass man da ein bisschen genauer punktet. Auch beim Marker finde ich zwar gut, aber irgendwie hat das noch alles noch nicht so funktioniert. Und da erhoffe ich mir einfach auch mehr. Und wie gesagt, vielleicht legen sie auch noch hinterher. Also, das war hier mein Fazit zum RevoPoint POP 3 Plus. Ich danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, war ein langes Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr doch sagt, hey Willi, testet das doch nochmal oder genauer oder ich habe da was. Funktioniert das? Mache ich gerne. Ich teste gerne für euch. Ja, also wenn ihr sagt, scannt mal ein Lenkrad ab. Gut, das war's. Wie gesagt, stellt mir Fragen. Ich scanne gerne was. Macht gerne mal noch ein Video über eure Kommentare, was ihr sehen wollt, ja, was ich testen soll. Dann mache ich das auch. Ja, versprochen. Gut, das war's. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen. Euer Willis 3D-Druck. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao. Und nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, liked und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Vielen Dank, das war's. Ciao.